Herzlich willkommen hier live aus der CD-Kaserne zur 9. und 3. Staffel. Schön, dass ihr da seid und eingeschaltet habt. Ja, hallihallo auch von mir. Ich freue mich richtig, dass es endlich losgeht, Simeon. Diese Staffel ist ja ein bisschen anders als alle anderen Staffeln. Wir sind nämlich in einem brandneuen Studio. Und, Simeon, die erste Staffel übrigens, wo wir beide zusammen moderieren. Yes. Das müssen wir feiern. Ich habe was mitgebracht. Bist du bereit? Was ist das denn? Ja, ich bin bereit. 2, 1. Oh, Konfetti noch dazu. Also Jana, du hast gesagt, brandneu alles. Wir sind in einem wunderbaren neuen Studio. Ihr seht es vielleicht schon. Es ist eingerichtet worden vom Möbelhaus Wallach in Celle. Und ich würde sagen, ich kenne es ja auch noch gar nicht so richtig. Ich auch nicht, Simeon. Soll ich mich mal umschauen? Schau dich mal um, was es hier alles gibt. Ich habe nämlich hier hinten schon was entdeckt. Guck mal, was hier ist zum Beispiel so ein Zauberwürfel. Zauberwürfel, aha. Ja, kannst du sowas lösen? Kann ich mir mal ganz kurz angucken? Ein Zauberwürfel? Nee, also ist ganz schwer für mich und ich glaube, da gibt es die eine oder andere Sendung, wo wir vielleicht damit was machen, oder? Ja, habe ich auch gehört, aber wir wollen nicht zu viel verraten, Simeon. Mhm. Ich habe auch was entdeckt, Jana. Okay. Das sieht so ein bisschen aus wie du. Bitte? Oder? Also, ich finde die Ähnlichkeit ist nicht so groß, aber du hast da Geld reingetan, ne? Da ist ein bisschen Geld drin, ja, genau. Ja, das gehört auf jeden Fall mir. Kannst du wieder zurückstellen? Okay, stellen wir hier wieder mit unserer Checkout-Zelle Sparschwein. Auf dem aber Schreibtisch. Ich habe dich hier auch entdeckt, guck mal. Mhm. Kennst du den? Ich habe den Film schon mal gesehen, glaube ich, ja. Ich glaube, das hat irgendwas zu tun mit, ich bin dein Vater. Okay, Jana, also es gibt hier sehr viel zu entdecken. Ja. Wir werden das wahrscheinlich an den anderen Sendungen. Hier gibt es noch die Fotowand mit den ersten Sendungen, wo wir unterwegs waren. Mhm. Und jetzt in dieser Staffel wird es auch viele verschiedene Sachen geben. Es wird, glaube ich, was mit Fliegen geben. Also eigentlich ist es zu viel, um alles zu erklären, Simeon. Mhm. Aber jede Folge, also jeden Sonntag, wenn wir hier sind, werden wir ein Studiogast hier haben. Mhm. Studiogäste. Das Spannende noch, ja. Und es wird auch immer ein Gewinnspiel geben, wo ihr was gewinnen könnt. Und die Gewinner werden dann immer in der nächsten Sendung hier live im Studio bekannt gegeben. Simeon, nebenbei eine Frage, was sagst du eigentlich zu meinen Hausschuhen? Die habe ich noch gar nicht entdeckt. Die passen super zu meinem Pullover, oder? Ich auch. Ich bin großer Alpaka-Fan, deswegen dachte ich, in unser Wohnzimmer müssen die auf jeden Fall mit. Und ich war ja auch schon mal bei den Alpakas, ne? Stimmt. Jana, du warst im Sommer irgendwie im Schloss unterwegs. Genau, ich war mit einer alten Bekannten unterwegs, Simeon. Wer uns schon länger verfolgt, kennt sie auch schon. In der zweiten Staffel habe ich mit ihr eine Stadtrallye gemacht. Und ja, Anke ist dafür bekannt, dass sie uns ja ein bisschen mit Fragen ärgert oder mich ganz gerne. Du kennst sie ja noch gar nicht. Ich kenne sie noch gar nicht, deswegen bin ich super gespannt. Und ich begebe mich jetzt gleich mal auf den Schreibtisch, weil wir haben ja noch einen Schreibtisch hier. Und wir bitten jetzt Anke Maker mal hier rein in unser wunderbares Studio, oder? Genau. Ja, alles wir klar. Machen ein bisschen Platz für dich. Ich mache mal ein bisschen Platz und gehe mal hier einmal weiter. Also hallo, ich bin Anke. Ganz gespannt. Lange nicht gesehen, Jana. Hi, Anke. Guten Abend. Hallo, grüß dich. Schön, dass du bei uns in unserem wunderbaren neuen Studio von Checkout Celle bist. Ja. Anke, ich kenne dich ja nicht. Ich dich auch nicht. Also, deswegen ist meine Frage natürlich erstmal: Wie wird man eigentlich Gästeführerin? Das war kein Plan in meinem Leben, ehrlich gesagt. Das hat sich so ergeben, nachdem die Familienplanung abgeschlossen war und das Haus voller Kinder war, habe ich gedacht, was kann ich jetzt noch tun? Und dann habe ich mich entschieden oder hatte die Wahl zwischen Kommunalpolitik oder Gästeführung. Und dann habe ich ein Jahr mitgemacht, so einen Kurs bei der Volkshochschule in Celle mit einer Facharbeit als Ende. Und dann mache ich das seit 11 Jahren. Mhm. In Stadt und Schloss bin ich unterwegs, auch jetzt in Bergen-Belsen, in der Gedenkstätte, kommt immer was Neues dazu. Und was macht ihr denn am Gästeführerin sein? Am meisten Spaß. Was macht ihr da am meisten Spaß? Ehrlich gesagt, mir macht ganz viel Museumspädagogik Spaß, dass ich mit vielen Kindern was machen kann, in Wahrheit aber auch mit Erwachsenen. Erwachsenenbildung finde ich auch ganz cool, weil Erwachsene wissen ja auch nicht alles. Mhm. Ne? Und natürlich mit uns arbeiten macht ja am meisten Spaß. Ja, Checkout-Zelle ist immer mega. Jana, ihr beide wart ja schon vor ein paar Monaten im Sommer im Schloss. Ja, wir haben eine kleine Tour gemacht, Anke, kann man das so sagen? Eine kleine ist gut, das war stundenlang, ja, okay, habe ich nicht bearbeitet. Ich musste mich echt ein paar Fragen stellen, aber wir haben es, glaube ich, ganz gut gemeistert. Ja, hat Spaß gemacht, war gut. Genau, und ich habe ja gerade schon gesagt, im Sommer war das. Das heißt, ihr dürft euch jetzt gleich nicht wundern, wenn dort noch blauer Himmel ist, die Bäume blühen und die Sonne scheint. Und was Jana und Anke da so erlebt haben, das schauen wir uns jetzt mal an.
Herzlich willkommen zu einer neuen Entdeckungstour durch unsere Stadt. Heute wartet etwas richtig Spannendes auf uns, und zwar das Wahrzeichen von Celle, das Zeller Schloss. Das Schloss hat nicht nur eine super schöne Fassade, sondern es hat auch eine sehr lange Geschichte, die bis ins Mittelalter zurückgeht. Denn ganz lange haben Herzöge hier ihre Residenz gehabt, bis das Schloss dann ab dem 18. Jahrhundert leer stand. Und was sich hinter den Fassaden so abgespielt hat, wollen wir heute entdecken. Und zwar zusammen mit einer alten Bekannten, der Anke, denn die wartet da auf mich. Ah, hey, hallo liebe Anke. Hi Jana. Schön, dich wiederzusehen. Ja, cool. Du bist heute bei mir im Schloss zu Gast. Wir wollen auf Entdeckungstour gehen und mal schauen, was dahinter so abspielt. Okay. Du weißt ja schon, ne? Stadtgründung 1292. Ja. Da fing das hier alles an mit einem Wehrturm zur Verteidigung. Das Schloss sah nie so aus, wie wir das jetzt heute so kennen, in seiner großen weißen Pracht. Das hat sich im Laufe der Jahrhunderte so entwickelt. Mhm. Alle, die hier gewohnt haben, haben es immer noch ein bisschen schicker gemacht. Und ich will jetzt sagen, dass zusammen mit der Stadtkirche und unserem alten Rathaus das Schloss zu den ältesten Häusern eben gehört. Und das Baumaterial ist dieses hier. Das finde ich ja schon wieder super. Anke bringt sofort wieder was mit. Was ja klar, hier. Ich habe das alles. Ah, okay. Raseneisenstein. Ja. Ganz wertvoller Stein damals gewesen. Du kennst den Ausdruck, wenn man viel Geld hatte, dann war man steinreich. Mhm. Das waren aber die wenigsten. So, aber der Herzog, der hier gewohnt hat, der konnte sich das sozusagen leisten. Und daraus ist dann das Schloss gebaut worden. Genau, der älteste Teil des Schlosses zumindest. Ja. Mit diesem Wehrturm eben, dann kam ein Wohnturm mit dran. Ja, und heute haben wir diese prächtige, barocke, vierflügelige Anlage. Ich hoffe, so durchlöchert ist das Schloss aber nicht. Nee, das ist alles okay so. Ah, cool. Tu mal rein wieder. Aber können wir dann mit unserer Entdeckungstour gleich schon starten, oder? Wir starten? Ja. Total. Ich habe auch voll Bock. Aber vorher, Leute, ich muss euch noch umziehen. Okay. Wow, Anke. Oh mein Gott, dreh dich einmal für mich, bitte. Oh, das ist aber ganz schön riesig, oder? Was ist das hier an der Seite? Also, das ist ja eigentlich nicht deine normale Hüfte. Das ist ganz lustig. Das ist sowieso so kleine Flügelchen. Das nennt man den sogenannten Weiberspeck. Und das fanden die damals ganz schick im 17. und 18. Jahrhundert. Da sah man so sehr elegant mit aus. Aber es steht hier richtig gut. Vielen Dank. Aber ich bin ein bisschen traurig, ich habe gar keine Verkleidung. Weißt du was, du süße Maus? Kleine Überraschung für dich. Oh, bekomme ich auch ein Kleid? Du kriegst kein Kleid von mir, das habe ich nicht in diesem kleinen Beutelchen. Aber schau mal. Oh, eine Einmal. Und ich habe noch zwei weitere im Angebot. Oh, die sind aber ganz schön schwer. Hui. Ja, das ist alles echt Schmuck hier. Komm mal her. So, und dann habe ich noch eine ganz lange rote für dich. Danke. Ich finde, sie sieht jetzt super schick aus. Très chic pour le château. Das ist französisch, ne? Ja, weil die barocke Epoche, Leute. Das, hier wurde in Celle Französisch gesprochen im Hof, am Hof. Aber dann sind wir jetzt gut vorbereitet und sind würdig genug, das Schloss zu betreten. So, dann finde ich, wir starten, meine Liebe. So, Jana, bevor wir jetzt uns die Räumlichkeiten des Herzogs anschauen, muss ich dich bitten, vielleicht ganz lustig jetzt für dich, aber diese Schuhe überzuziehen, über deine Straßenschuhe. Weil es kann immer sein, dass du unter deiner Sohle ein Steinchen hast oder so. Und wir haben ganz wertvolle Parkettböden hier. Okay. Und zum Schutz dieser Böden musst du das jetzt anziehen. Das ist doch kein Problem. Dann gehe ich vorweg. Mach das. Komm bitte. Ja. Oh, die rutschen ganz schön. Sag mal, was machst du hier so wild? Ein bisschen Vorsicht. Und die rutschen, Anke, was soll ich machen? Ja, komm mit. Jana, wir sind jetzt hier beim Herzog. Es sieht echt schon wie in einer anderen Epoche aus. Also man fühlt sich direkt in die Zeit zurückversetzt, kann das man sagen. Das ist auch so. Und weißt du, es gab damals im 17., 18. Jahrhundert einen ganz berühmten König in Frankreich. Und der hat alles so bestimmt. Das Zeremoniell bei Hof, wie man sich benehmen sollte, wie Schlösser aussahen, innen und außen. Und das ist dieser Mann hier. Guck mal, das ist Louis XIV auf Deutsch, Ludwig der 14. Der alleine hat bestimmt, was man sagen und machen soll. Das war der wichtigste König, echt. Und der hat gesagt von sich, der war auch sehr von sich überzeugt, L'État c'est moi, der Staat bin ich. Und der hat dann noch so einen Spitznamen bekommen, der Sonnenkönig. Den kenne ich sogar. Ja, hast du mal im Geschichtsunterricht schon gehabt, ne? Genau. Und weißt du,
alles, was der sich halt so ausgedacht hat, mhm. was er cool fand damals, haben alle anderen ihm nachgemacht. Also wie so ein Star, kann man sagen. Kannst du wohl sagen, ne? So, das war wie so ein eleganter Modeschöpfer mhm. oder so. Modisch und so, der war alles, was man hier so sieht, das hat er total beeinflusst. So, wo wir jetzt hier sind, in diesem Raum, dass du das kapierst, ist nämlich in jedem barocken Schloss so, wie das, was man jetzt hier sieht. Man sieht eine Raumfolge. Wir sind jetzt hier im ersten Zimmer. Ja. Und wenn man jetzt bei geöffneten Flügeltüren, kannst du ja erkennen, ne? Da kann man fast bis ins letzte Zimmer schauen. Und dieser Ludwig XIV. Mit seinem fetten barocken Schloss in Versailles, das ist bei Paris, der hatte da gefühlt so hunderte von Räumen hintereinander aufgefädelt, weil das Fachwort dafür ist, für diese Raumfolge, eine Enfilade. Enfilé auf Französisch heißt auffädeln. Wie Perlen hier an deiner Kette, ja. eine nach der nächsten, hast du hier eine Tür, bei geöffneten Türen, ne, hintereinander so aufgefädelt, ja. wie an so in einer imaginären Schnur sozusagen. Also konnten die Leute da einfach durchgehen, gefühlt? Ja, das war nicht automatisch so, weil wenn man zu Besuch kam und beim Herzog eine Audienz, das ist eine Anhörung, haben wollte, dann musste man erstmal in diesem ersten Zimmer, wo wir sind, das sogenannte Antichambre, warten. Und beim Warten, so ähnlich wie beim Zahnarzt im Wartezimmer, was fällt dir hier auf, wenn du in diesem Raum bist? Guck dich mal um. Ist das so wie bei dir zu Hause? Nee. Also es sind riesige Bilder hier überall und irgendwie ist es sehr so erdrückend, kann man das so sagen? Ja, also man kriegt irgendwie ein bisschen Angst, weil es einfach sehr viel ist. Ja, es sind wahnsinnig teure und wertvolle ja. Ölgemälde hier zu sehen. Und schau dich mal um. Was ist der Fußboden? Ist das Teppich? Nee, der ist sehr edel. Das ist Angst, was kaputt zu machen. Deswegen bin ich froh, dass ich die Puschen habe. Ha, dann musst du auch deswegen tragen. Ja. Guck dich mal um. Sind hier normale Lampen wie bei dir zu Hause? Nee, so einen Kronleuchter habe ich nicht. Ja, ist ein Leuchter. Decke. Aus Murano-Glas, der Leuchter. Und die Decke, genau. Ja. Weißt du, wie man das nennt? Das ist ja keine ebene Decke, sondern das ist ja so richtig herausgearbeitet. Ja. Das nennt man Stuckaturen. Stuckaturen. Und der letzte Herzog, der hier wirklich gewohnt hat und regiert in Celle, der ist mal gerne nach Italien in den Urlaub gefahren, hat ganz viel deutsche Vita da gemacht und der hat dann Stuckateure dort mitgebracht. Das sind die Handwerker gewesen aus Italien und die kamen dann nach Celle und haben hier ganz viele Räumlichkeiten im Schloss mit Stuck versehen. Aha. Und war das nicht so ein Georg Wilhelm? Genau. Hey, du hast ja schon aufgehört. Aufgepasst heute. Ich kenne mich ein bisschen aus, Anke. So, Jana. Jetzt sind wir im nächsten Raum. Genau, wir sind jetzt vom Antichambre, kommen wir jetzt raus und betreten jetzt das sogenannte Audienzzimmer. Komm bitte. Auf dem Kronleuchter jetzt. Ja, genau. Und achte mal drauf, jetzt wird von Zimmer zu Zimmer wird die Stuckatur mehr. Im ersten Zimmer warst du an der Decke, jetzt auch über dem Kamin. Ja, stimmt. Und vielleicht sind auch so kleine Menschen da mit drauf. Ja, die kleinen Menschen, das sind sogenannte Putti. Und du kannst mal gucken, das sind kleine, nackte Kinder. Ja. Und schau mal, sind es Jungs oder Mädchen? Jungs. Sind immer kleine Jungs. Das ja. sind die Vorboten des Liebesgottes Amor. Das war so typisch. Im 17. Jahrhundert hat man das immer gerne als Deko genommen in den Zimmer. So, guck mal, wenn du dich jetzt umschaust, siehst du ihn. Theoretisch würde er jetzt hier sitzen. Ach, hier war sein Thron. Ja, Georg Wilhelm, du siehst ihn hier. Nur sein Gemälde, sein Porträt. Aber wir wissen, dass der Thron da in echt stand, weil, guckst du mal nach da ganz oben an der Decke, da sieht man noch die originalen Haken aus dem 17. Jahrhundert. Das war für den Baldachin. Ne? Und das haben wir jetzt sozusagen ein bisschen modern aufgestellt, ja. weil du weißt, ne, als Georg Wilhelm, als der letzte Herzog starb hier 1705, hörte alles auf in Celle und das ganze Schloss wurde leergeräumt. Deswegen haben wir die echten Stücke gar nicht mehr hier in Celle im Schloss. Ein ganz paar wenige, aber die meisten sind weg. Und jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Wenn wir jetzt hier so stehen, wir können uns auch ja normal bewegen. Fällt dir eine Farbe besonders auf hier in diesem Raum? Also drüben war es grün, ich würde sagen, hier war es, ist es rot. Also die Tapeten sind und die Gardinen vor allem auch sind alle rot. Also das sind wieder rote Wandbeschreibungen ja. und die Farbe rot. Da möchte ich jetzt mal kurz mit dir drauf eingehen. Das ist was ganz Wertvolles gewesen damals, weil überleg dir einfach mal, wie rot kennen wir heute, ne? Hast du hier an der Kette, ja. das hat man im Lippenstift, das hat man im Tuschkasten, ne? überall. Aber früher wurde rot besonders hergestellt. Das gab es ja damals so noch gar nicht. Also war es eher so eine adlige Farbe, kann man sagen. Total. Und überleg mal, wie kann wohl rot hergestellt worden sein?
Ich gehe jetzt mit dir mal Blut, hier. Ich weiß nicht. Komm mal, mit Blut. Ja, mit Blut ist das Problem. Was passiert, wenn du ein blutiges Taschentuch hast zum Beispiel? Das wird dann irgendwann trocken und dann wird es nicht mehr rot. Und dann ist es nicht mehr rot, sondern wie wird es? Braun. Weil es mit Sauerstoff reagiert. Genau. Aber, guck mal, ich zeig dir was. Zieh mal hier an unserer Kinderstation die Farbe Rot, die Schublade, mach die mal auf. Und jetzt gibt es zwei Methoden, das muss ich dir zeigen. Das ist wirklich interessant. Einmal konnte man Rot gewinnen mit der Purpurschnecke. Da siehst du diese Schneckenhäuser. Und die Purpurschnecke hat so eine Drüse, die produziert ein Sekret. Das ist so eine Flüssigkeit da drin. Und wenn man die speziell behandelt, dann ist diese Flüssigkeit rot. Und dann hat man halt die Seide mit diesem roten Farbstoff gefärbt. Aber dann musste man die Schnecken erst fangen, oder? So ist es. Wo gab es die? Im Meer? Ja, und nicht nur im Meer, sondern auch ja, in manchen Regionen speziell. Aber viel witziger, finde ich, und das möchte ich auch mal kurz zeigen. Hier, schau mal. Siehst du das hier? Das sind Schildläuse. Läuse. Und diese Laus, die lebt auf, diese grüne Pflanze hier mit Stacheln, das ist ein... Kaktus. Genau, und wachsen die normalerweise in Zelle? Nein, habe ich noch nie gesehen. Wo wachsen die normalerweise? In der Wüste. Genau, weit weg. Na? Und dann haben die, diese Schildläuse trinken den Saft, da pieksen die so rein, dieser Kaktusart. Und der Saft, du ahnst es, der ist rot. Und dann haben die Bäuche voller roten Saft. Mhm. Und dann sammelt man diese Schildläuse, man trocknet sie, dann werden diese so mit einem Mörser klein gemacht zu Pulver. Und dann wurde, musst du bedenken, ne, diese Säcke mit diesem Pulver wurden dann transportiert über tausende von Kilometern per Seeweg. Ne? Und das war natürlich höllenteuer. Und jetzt stell dir vor, wie viel Schildlausglut man sozusagen brauchte für so viel Farbe hier. Guck dich um. Und du ahnst es, es war unerschwinglich. Ja. Ne? Es war so teuer, das konnten sich wirklich nur die Reichen leisten. So, Jana, jetzt sind wir im dritten Zimmer unserer Cella Enfilade. Weißt du noch, wie die ersten zwei hießen? Zuerst kam das Vorzimmer, auf Französisch Antichambre. Sehr schön, ja. Dann war das Audienzzimmer mit dem Thron. Genau. Und im Hintergrund ist ein Bett, ich vermute jetzt das Schlafzimmer dran, oder? Ach, du Anfänger. Nee, weißt du was? Man hat hier nicht geschlafen, hier war das Bett der bessere Thron. Wie? Die haben auf dem Bett regiert, oder? Ja, genau, weil, pass auf, hier, auch hier haben Audienzen stattgefunden. Also die Bittsteller kamen hier herein. Achte mal drauf, die Stuckatur hier, ne, explodiert. Ist wieder ein bisschen mehr als... Ja, voll das Bett wird betont, ne, siehst du, von der Bogen vor allem. Ja, genau. Und das ist so das Zentrum der Macht hier gewesen. Und hier wurde morgens der Herzog, das ist eine witzige Vorstellung, öffentlich angekleidet, das sogenannte Lever. Das heißt auf Französisch aufstehen. Haben alle zugeguckt dabei? Ja, und du hast vielleicht auch eine Handreichung machen können, weißen Seidenstrumpf, ne, ihm so gegeben, weißt du, weil das trug man ja damals, wie du siehst. Ne? Und abends, genau das Gegenteil hat dann stattgefunden, das sogenannte Coucher. Coucher im Französischen heißt, also sich hinlegen, Bett fertig machen. Ja. Und auch da waren dann Bittsteller dabei. Komische Vorstellung, aber... Und wieder, Anke, was mir auffällt, wieder eine andere Tapetenfarbe, passend zu den Gardinen. Das stimmt, das ist wieder Seidenbespannung und jetzt hier in so einem Goldton gehalten und Gold ist natürlich auch... Nochmal, das ist so wertvoller als Rot. Genau, also aber alles ähnlich eben, um nochmal zu unterstreichen, wie wichtig und reich der Herzog war. So, jetzt habe ich mal eine Frage an dich, Jana. Hat man sich früher viel gewaschen? Vor 300 Jahren? Also, man hat ja schon gehört, dass es damals nicht so üblich war. Warum? Es gab ja auch noch nicht so, gab es überhaupt schon Seife damals? Ah, das kam so alles, ja, aber woher kam das Wasser? Bedenke mal, hier in Celle. Aus der Aller, weil es ja der einzige Fluss da. Genau. Das war auch nicht so sauber da bestimmt. Nee, das war total schmutzig, das Wasser. Und man hatte ehrlich gesagt so ein bisschen Schiss vorm Wasser. Man hat sich so wenig wie möglich gewaschen. Wirklich? Stattdessen, ja, guck mal, seht ihr hier, siehst du die Prinzessin mit ihrer weißen Haut? Das ist Sophie Dorothea, die letzte geborene Tochter hier des Hauses. Ja. Und auf der anderen Seite, da siehst du sie auch. Und wenn du mal guckst auf das Dekolleté, was fällt dir auf? Die ist doch so weiß. Ja, sieht halt sehr sauber aus. Ja, wie wurde man so weiß, wenn man sich gar nicht so viel gewaschen hat? Schminke vermutlich, so mit Puder vielleicht? Ja, voll. Die haben voll viel Puder verwendet, um so weiß zu erscheinen. Weiß war halt so die Farbe des Adels, ne? Dass man halt nicht gearbeitet hat, nicht der Sonne sich aussetzen musste. Und das fanden die trashig. Ne? Das hat auch alles dieser Ludwig XIV. Erfunden. Also anstatt duschen, haben die dann Puder
Genau, und dann, das Puder hat ganz schön gestunken. Was macht man gegen Stinken noch heute, Jana? Sag mal. Duschen und Deo? Parfüm gibt es auch ganz viel. Da, so genau. Ach, und da sind wir beim Thema. Natürlich, schau mal hier. Und das war ganz typisch. Das war die, in der barocken Epoche, also das 17., 18. Jahrhundert, hat man sehr viel Parfum verwendet. Und du darfst gerne mal, schau mal hier, dann hat er auch so Duftcremes. Wenn du einfach mal riechen willst oder so, riech mal hier. Oh, es riecht aber sehr intensiv. Total. Also das war ganz typisch, dass man das benutzt hat. Ne? Immer on top, nicht waschen, Puder und viel Parfum. Und jetzt sag mir mal, stell dir mal vor, wer lebte noch in Schlössern? Heute ist das ja so sauber hier, ne? Aber so Tiere waschen dann auch. Ja, so kleine. Und vor allem die springen. Welche sind denn das? Oh nein, Läuse. Und die springen, sind die? Flöhe. Genau. Und weißt du was? Stell das ruhig mal hier hin. Ich will dir mal was zeigen. Komm mal mit hier. Läuse. Lies mal laut, was hier steht, bitte. Los. Angst vor dem Waschen. Zieh mal auf. Was hatte jeder dabei damals? Nimm's mal in die Hand. So ein Rückenkratzer? Ja, weil die Flöhe waren doch überall an dir dran. Was wollen denn Flöhe von dir normalerweise? Ja, die beißen ja, damit sie das Blut saugen. Genau, dann hattest du überall, ich darf mal, ne, so tipp, tipp, oh überall waren die. Und dann hatte jeder so einen kleinen, du, auf Französisch ist es ein Grattoir, der Kratzer. Ein Rückenkratzer oder ein kleiner Kratzer, den hatten, hast du auf, den hatten ganz viele damals so in Gold und Silber, vielleicht mit Juwelen besetzt. Das war typisch, dass man es so dabei hat und sich dann immer so ein bisschen, wenn es denn juckte, sich kratzte. Übrigens, man hat Dinge dann auch erfunden gegen die Flöhe. Mhm. Das will ich dir mal zeigen. Leg das mal zurück. Das ist ganz irre hier. Schau mal. Man hat Flohfallen erfunden. Die hat man bei sich getragen? Ja. Und dann hat man die sich zum Beispiel in die Perücken, man trug ja auch Perücke damals, reingesteckt. Und dann hat man, pass mal auf, ich habe hier so eine mal, eine Flohfalle, wenn du mal gucken magst. Da hat man ein blutgetränktes Tuch hineingelegt. Mhm. Ach, und dann wurden die angelockt dadurch. Genau, und dann war das so der Köder da drin sozusagen. Ne? Und dann hat man mehrmals am Tag diese Flohfallen halt sozusagen gereinigt und dann die da rausgeholt. Und jetzt habe ich noch mal eine Sache. Ja. Fällt dir was auf? Wenn ich dich jetzt fotografieren würde, was machst du automatisch auf einem Foto? Lachen. Guck dir doch jetzt mal die Familienporträts hier sozusagen der herzoglichen Zeller Familie an. Die gucken alle ernst. Was fällt dir auf? Also keiner lacht. Warum glaubst du, ist das so? Wollten sie ihre Zähne nicht zeigen? Ich weiß nicht. Haben die überhaupt die Zähne gewaschen? Du bist gut. Also komm mal mit mir mit, bitte. Okay. Ich möchte dir noch mal was zeigen. Wir gehen noch mal bitte an diese Kinderstation. Und ich würde mal vorschlagen, dass du das mal laut liest hier, bitte. Wieso der Herrscher niemals lächelt? Zieh doch das mal bitte auf. Man schaut jetzt am besten wirklich von dieser Position. Und wenn du jetzt mal guckst, du siehst den letzten Herzog. Der lächelt auch. Georg Wilhelm, ne? Ja. Und klapp den mal hoch. Wenn der gelächelt hätte, wie das ausgesehen hätte. Oh! Mach mal oben, Hilfe! Mach mal hoch, richtig. Ach, herrje. Was fällt dir auf? Er hat verfaulte Zähne. Ja, und woran lag das wohl? Er hat nie Zähne geputzt. Die kannten damals noch keine Zahnbürste und Zahnpasta. Wir haben hier so eine coole Station hier, guck mal. Also da, huch, das wie beim Zahnarzt. Hier, wie beim Zahnarzt, genau. Hier kannst du zwar Zähneputzen üben, wenn du willst. Und weißt du, was das zweite Problem war? Die falsche Ernährung. Was soll man auch nicht so viel, Jana, das weißt du doch. Nicht so viel Süßigkeiten essen. Genau, und die haben ganz viel geschnökert früher. Und wisst ihr auch warum? Die haben alles gewürzt mit Zucker. Und dann haben die ganz viel geschnökert, heiße Schokolade getrunken, ne, gewürzt mit Zucker. Und die hatten ganz schlimme Zähne. Uah, ein bisschen eklig, ja, oder? Schnell weiter, Jona. Ich glaube, wir gehen mal schnell weiter. Schnell weg hier. So, Jana. Jetzt nehme ich dich mit in einen ganz, ganz spannenden Raum des Schlosses, unser Theater. Hier war ich schon mal. Ich habe in der Schule hier ganz viele Theaterstücke gesehen. Ja, das ist auch toll. Und weißt du was? Wir gehen da jetzt mal rein. Ja. Der letzte Herzog Georg Wilhelm war doch mit dieser Französin verheiratet. Eleonore hieß die. Genau, sehr gut. Und Eleonore brachte, die kam ja nun aus Frankreich, die brachte die Kultur nach Celle. Ach, davor gab es noch gar kein Theater? Nee, und sie hat dann ihrem Mann so ins Ohr geflüstert, Schatz, wir brauchen, glaube ich, ein Theater, damit wir hier tolle Aufführungen haben können mit Komödianten dell'arte aus Italien oder ne, Opernsängern aus Paris. Ihr seht schon, und beziehungsweise ihr hört auch, hier sind Menschen, die arbeiten hier. Und ich bin dafür, dass wir vielleicht mal gucken, wen wir alles so finden. Dafür gehe ich mal hier zwischen. Also erstmal hallo und herzlich willkommen im Schlosstheater. Ja. Hallo Anke. Hallo. Wir machen Licht für die nächste Premiere. Also Beleuchtungsprobe ist das. Das ist hier Götz, unser Beleuchter. Und ich bin der Regisseur und wir machen Licht.
Das gab es früher noch nicht, Anke. Nein. So viel Technik wahrscheinlich. Und Andreas, das ist hier super geschmückt, sah das schon immer so aus? Oder weißt du das? Du meinst die Bemalung? Ja. Also immer nicht. Das ist vor ungefähr 10 Jahren hier restauriert, also so gemalt worden, dass es so aussehen soll wie vor ungefähr 300 Jahren. Also vor 300 Jahren war es ein bisschen anders. Vor 300 Jahren standen hier Tische und hat man erstmal gegessen. Ach wirklich? Beim Theater gucken? Ja, ja. Und wenn es dann gut, also ich weiß nicht, wie es war, genau war, aber man hat hier gegessen und währenddessen wurde Theater gespielt oder heute sagt man Musicals. Mhm. Also es wurde auch getanzt und Musik gemacht. Hat sich nebenbei bespaßen lassen, ja, ne? Ja. Beim Essen, beim Trinken nebenbei. Vor 300 Jahren. Ja. Genau. So, und da gab es dann eine Loge, nennen wir das, ne? Loge, ja, ein Rang. Und dann vor, wann war das mit der Caroline? Oh Jana, hast du das schon gehört? Im 18. Jahrhundert. Es gab doch hier diese eine Königin aus Dänemark, genau, die eigentlich hier so Zeller Hannoveraner Wurzeln hatte. Ja. Und die hat Caroline Mathilde. Genau. Mhm. Und als die hier hinkam, hatte die gesagt, ich will nicht Theater alleine gucken, all die Leute, die in Celle leben, sollen auch gucken können. Da wurde das zum ersten Mal öffentlich. Bis dahin konnten nur die vom Hofstaat gucken. Und die hat da oben den zweiten Rang reinbauen lassen. Also haben wir ihr zu verdanken, dass hier ganz viele Menschen eure Theaterstücke gucken können. Ja, ihr und das war dann kein Privileg mehr für den Adel, sondern eben die ganzen Normalsterblichen, so wie wir, konnten dann hier auch rein. Genau. Und noch ganz wichtig ist, jetzt wird das Theater ja auch nicht von einem Fürsten gemanagt, sondern tatsächlich von Zeller Bürgerinnen und Bürgern. Das ist ein Verein. Also wenn man so will, gehört das Theater der Stadt und allen. Okay, ich lasse euch mal wieder in Ruhe arbeiten. Möchten die beiden ja nicht stören. Und wir gehen wieder zurück, würde ich sagen. Wir rocken das Schloss weiter. Dankeschön. Danke, ciao. Viel Spaß euch. Jana, jetzt sind wir im sogenannten Königssaal. Alle Männer, die hier hängen, waren alle mal Herzöge hier oder Könige. Die waren Könige. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Herzog und König? Ein Herzog ist eine Stufe drunter, ein König ist eine Stufe höher. Und in Celle, die hier wirklich regiert haben, das waren immer nur Herzöge. Der letzte war Georg Wilhelm, dann ging alles nach Hannover. Und in Hannover, das wurde dann mit der Zeit das Königreich Hannover. Die Welfen, das war die Welfenfamilie. Genau. Und die jetzt hier alle in diesem Raum hängen, ja, das sind alles Könige gewesen. Und zum Teil waren die nicht nur König von Hannover, sondern 123 Jahre auch Könige von Großbritannien und Irland. Aber das ist doch voll weit weg. Ja, das hat so seine Hintergründe. Okay. Es geht immer um Religion. Aber nur, dass du verstehst, deswegen heißt das hier Königssaal. Und meine Frage an dich ist, woran erkennst du eigentlich einen König? Du stehst hier vor George the First, ja, oder auf Deutsch Georg der Erste. Woran erkennst du einen König? Sag mal. Also eigentlich erkennt man einen König an der Krone, aber er hat gar keinen auf. Wo ist denn die Krone hier? Guck mal genau. Ach, daneben, jetzt sehe ich das, auf dem kleinen Tisch daneben. Genau, da liegt die Krone. Die hat man meistens gar nicht auf dem Kopf gehabt. Dann hat er in der Hand, siehst du das, wo er seine Hand so schützend drüber legt? Anke, das sieht aus wie so eine kleine Weihnachtskugel. Oh, das ist der sogenannte Reichsapfel. Du bist auch immer lustig. Okay. Und das ist der Reichsapfel, das soll das Land darstellen, was er regiert und schützend in seiner Hand hält. Ah, okay. Dann zur Verteidigung ein Schwert, also siehst du das? In seiner... Genau, so wie in der Hosentasche, ne? So. Mhm. Und was fällt dir noch total auf? Typisch für den König, ganz oft. Der Mantel wahrscheinlich, aber der ist hier nicht rot. Es gab nicht auch nur rot, das siehst du ja sowieso schon rot im Hintergrund ganz viel, aber dieser Mantel, weißt du, wie der genannt wurde? Da gibt es ein Wort dafür. Das ist der sogenannte Hermelin. Hermelin. Und weißt du, was ein Hermelin ist? Nicht nur der Mantel, sondern es ist ein kleines Pelztier. Also wieder ein Fuchs? Ja, aber viel kleiner. Okay. Und es ist, man denkt jetzt, das Pelztier ist immer weiß mit schwarzen Punkten, wie so Dalmatiner, ja, sozusagen. Nee. Und ich zeig dir das mal, dass du kapierst, das ist voll für die Reichen nur wahr. Im Sommer ist der Hermelin, sieht das so aus, das gehört zur Familie der großen Wiesel. Mhm. Aber es ist eigentlich so klein wie so ein Eichhörnchen. Verstehst du? Da ist gar nicht so viel Fell dran. Okay. Und im Winter, guck mal. Wie viel dicker das Fell? Nein. Dann hatte das Winterfell weiß zur Tarnung, so wie so ein Eisbär. Ach. Weißt du? Oder eine kleine Robbe. Jetzt habe ich aber die Frage, wo sind die schwarzen Punkte? Guck mal genau. Nein. Am Schwanzende. Ja. Ein Punkt ist dann... Sehr gut. Wie viele Tiere wohnen denn da?
Guck mal, ich habe ein Beispiel für dich. Okay. Das hat mir mal eine ältere Dame geschenkt. Und schau mal, da sieht man das im Echten. So klein sind diese Schwänze. Und jetzt musst du bedenken, je nach wie viel Schleppe man hinten dran hatte. Und ich zeig dir jetzt mal einen. Hier kommt der König da gegenüber. Siehst du das? Da hängt George III. Und siehst du, wie viele Punkte er an seinem Fell hat? Ja. Und das waren Hermelin. Das sind alles die einzelnen Tiere gewesen. Ja. So. Okay, und jetzt habe ich was vor mit dir. Okay. Wir machen jetzt was Spannendes. Komm. So, Jana, ich habe jetzt ein kleines Attentat auf dich vor. Da freue ich mich eigentlich schon den ganzen Morgen drauf. Ich werde dich jetzt krönen. Oh, bekomme ich dann alles, was auch eine Königin hat? Ja, was? Okay. Moment. Und jetzt geht nämlich los. Schau mal. Eine Perücke. Genau. Ach, die hatten die ja alle auf, ne? Weißt du warum? Und weißt du, wer die Perücke erfunden hat? Nee. Das war auch wieder dieser König in Frankreich, Ludwig der 14. Und wisst ihr, der hatte ein Problem. Was kriegen manche Männer im Alter? Haarausfall. Hatte dann wahrscheinlich keine Haare mehr. Er hatte voll eine Glatze und er fand das nicht so sexy. Ja. Und dann hat er sich aus Frauenhaar, ich sehe schon bei dir, das wurde dann so, weißt du? Von den Perückenmachern, die haben dann von Frauen das Haar gekauft, so immer abgeschnitten. Ja. Und du hättest wunderbare Haare gehabt für so eine Perücke. Und weil das Ludwig der 14. dann getragen hat, da hat er, glaube ich, 12, 13 Perückenmacher, haben alle anderen ihm das nachgemacht. Und auch du hättest dann zum Beispiel, schau mal, ich mache das jetzt mal mit dir, nicht mal da. Schau mal. So. Und sieh dich an. Oh. Fühlt sich lustig an. Aber das sind keine echten Haare, oder? Nee, das sind hier alles. Das ist alles nur so ein bisschen Kunststofffaser sozusagen. Wir haben dann hier, schau mal, den Mantel für dich. Aber das ist kein echter Hermelin. Nein, oder? Das ist Fake Fur. Keine Angst, du musst keine Angst haben. So, und jetzt schau mal, ich darf mal einmal so um dich herumtreten. Ich bin jetzt deine Kleiderzofe hier. Und du bist jetzt der Königin. So, sieht gut aus. Und jetzt. Was mit der Krone? Die Krönung erfolgt nun. Und hör bitte. Wir haben Krönungsmusik für dich auch hier bestellt. So. Und jetzt, du merkst schon. Oh, die ist schwer. Sehr schwer. Und jetzt huldige ich dir. Du bist jetzt ja meine Königin. Und ich mach das jetzt. Man bringe mir mein Essen, Anke. Oh, ich habe gar nichts vorbereitet heute. Was mache ich jetzt? Pizza-Bringdienst. Jana? Dein Wunsch ist mir natürlich Befehl. Du hast doch eben zu mir gesagt, man möge mir Essen bringen. Genau. Ich bin ja jetzt die Herzogin hier. Jetzt gerade wieder nicht mehr im Kostüm, aber egal. Wo sind die jetzt? Das sieht mir sehr nach einer Küche aus. Sie ist aber riesig. Also genau. Das ist unsere sogenannte neue Schlossküche. Okay. Die letzte, die hier sozusagen reingebaut wurde von Königen aus Hannover. Und das war Ernst August, der hier sich auch nochmal verewigt hat in Celle. Du weißt ja, das Schloss stand immer leer. Mhm. Und dann kamen die hier im 19. Jahrhundert nochmal nach Celle und haben hier eine Sommerresidenz gehabt. Weißt du, also für ein paar Wochen oder ein paar Monate. Sommerferien haben sie dann genau, die Sommerferien in Celle, genau. Und dann haben sie nochmal über uns einen ganz schicken Festsaal erbauen lassen. Ja. Das tolle Treppenhaus, was wir vorhin schon durchschritten sind, das stammt auch von denen. Und du weißt, wo man jetzt dann feiert auch, braucht man natürlich eine Küche. Und das war genau hier. Genau. Und weißt du, bedien doch mal bitte den Schrank da rechts von dir. Mach den mal auf. Zu dieser Küche, die sehr modern war für damals, gehörte auch ein sogenannter Wärmeschrank. Du siehst diese fetten Paradeteller. Ja, ne? Ja, ganz vorsichtig. Und da kamen dann, die waren dann vorgewärmt hier, nicht? Und wie so eine Mikrowelle, ne? So eine altmodische sozusagen. Da kam dann das Fleisch oder das Gemüse drauf. Und dann haben dann die livrierten Diener das nach oben tragen müssen über eine Wendeltreppe in den Festsaal. Und wie viele Leute wurden hier so gekocht? Das sind ja riesige Portionen dann gewesen. Das oder? Stimmt, aber in Wahrheit, das war jetzt ja eine Sommerresidenz. Das war dann ein sehr verkleinerter Hofstaat. Du, keine Ahnung, vielleicht 50 Leute maximal. Ach, nur 50 Leute, das ist ja wenig. Ich war nicht dabei, leider. Aber ich zeig dir nochmal was. Komm mit. Unser königlicher Backofen. Der Backofen. Genau. Oh, da haben ja viele Brote auch reingepasst, ne? Ja, na, hatten ja auch alle Hunger, ne? Aber kein echtes. Und nicht reinbeißen, wehe. Und, guck mal, das ist auch lustig, ich mache jetzt noch mehr Hunger. Schau mal hier. Siehst du das hier? Das ist ein Waffeleisen. Und schau mal. Ach so, so sieht das aus.
Da ist... Ach, die Rezeptur ist da drauf. Die Rezeptur steht auf dem Deckel. Finde ich total praktisch, ne? Das war richtig clever. Dann können die Bediensteten gleich wissen, was sie alles brauchen für den Teig. Genau. Und schau mal hier, ne? Es war auch in Benutzung, wie du siehst. Ah, okay, jetzt kriege ich wirklich Hunger. Ja, was soll ich machen? Also, dann müssen wir mal schnell weiter. Ich habe jetzt nämlich... Das war im Endeffekt die Vorspeise jetzt als Amuse-Gueule. Du weißt, Französisch, die Hofsprache. Jetzt gehen wir in die Schlosskapelle. Das ist das Schönste, was wir in Celle haben. Bien sûr, aber sicher, lass uns gehen, Anke. Ah, Eleonore, oui. Ja, Jana, jetzt ist das hier unser Highlight. Mhm. Nach der Küche sind wir jetzt in der Schlosskapelle. Warst du hier schon mal? Ich war hier noch nie. Ich finde es also sehr dunkel hier gehalten. Ja. Ich habe schon die Vermutung, dass wahrscheinlich... drin, also der Eingang ist hier auch zu, dass man wahrscheinlich gar nicht rein darf, weil das alles geschützt werden muss, oder? Genau, genau. Also die ganze Innenausstattung reagiert ganz, ganz empfindlich auf Licht, aber auch insbesondere auf Luftfeuchtigkeit. Und die ganzen Bilder, die man hier so sieht, das sind über 70 sogenannte Tafelgemälde. Ja. Ja, die sind wirklich ganz empfindlich bei Feuchtigkeit, also atmen, Regen, Klamotten, wenn man schwitzt. Und deswegen darf man nicht mehr hinein. Aber wir gucken jetzt sozusagen durch diese Glasscheibe. Ja. Ist es trotzdem ganz toll, was du siehst, oder? Es sind super viele Bilder. Also es ist richtig bunt. Ja. Weißt du, du siehst den Altar vorne. Und da sind man die Seitenteile, die kann man so einklappen. Das sind dann die Altarflügel. Und links, das ist der Herzog, der hieß Wilhelm der Jüngere. Ja. Und rechts auf der anderen Seite siehst du seine Frau, Dorothea von Dänemark. Ist die schwanger gewesen, Anke? Oh, die war so einen dicken Bauch, ne? Die war ganz schön oft schwanger. Weißt du, die hatten zusammen 15 lebende Kinder. 15 und Kinder? Und man war damals sehr viel schwanger, wenn es denn geklappt hat, weil man brauchte uns ganz viele Thronfolger, musste man sozusagen gebären. Und dass man 15 lebende Kinder hat, dann war die bestimmt 20, 30 Mal schwanger. Haben die auch alle hier im Schloss gewohnt? Ja, die haben hier alle gewohnt, genau. Und die haben hier auch teilgenommen am Gottesdienst. Es wurde die Kapelle zum Beten genutzt. Genau, für Familienfeiern. Ne? Und ganz wichtig ist, dass du verstehst, das sage ich auch nur ganz kurz hier oder erkläre das, der Vater von Wilhelm dem Jüngeren, das war Ernst der Bekenner. Und der hat mal studiert in Wittenberg und dort hat er Martin Luther kennengelernt, einen ganz großen Mann. Und dann ist er umgeswitcht von katholisch auf evangelisch. Und als er dann nach Celle zurückkam und hier regierte, musste ganz Celle sozusagen über Nacht von katholisch überwechseln auf evangelisch. Und Celle ist, und das ist das Besondere an dieser Kapelle, man musste dann unter anderem zeigen, dass die neue Konfession, also dass das Evangelische viel cooler und besser ist als das Katholische. Also, ne, nicht falsch verstehen. Aber damals, man musste Überzeugungsarbeit leisten und deswegen hat man das hier so wundervoll ausgestattet. Und das ist wirklich jetzt original erhalten, 450 Jahre alt und das gibt es nur in Celle. Eine Kapelle mit frühprotestantischer Ausstattung. Gut, dann lass wir nicht reingehen, weil ich hoffe, das bleibt noch ganz lange halten. Das sieht echt richtig hübsch aus. Genau. Ich sag manchmal zum Spaß, wir dürfen jetzt nicht mehr atmen. Komm, wir halten die Luft an. Lass uns lieber wieder rausgehen. Okay, komm. Das war's mit der Entdeckungstour von Checkout Celle durch das Celler Schloss. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und ich werde mal fragen, ob ich das nicht doch behalten kann. Und jetzt verabschiede ich mich mit einem Winken, wie Anke meine Krone rutscht. Mir das beigebracht hat. Adieu! Adieu, aber was sagt man auf Französisch? Bonjour, Anke. Ja, sagt man das so? Bonjour ist natürlich die Begrüßung, das heißt guten Tag, aber du hast dich ja verabschiedet. Eigentlich also sagt man au revoir. Au revoir. Sehr schön. Simeon, kannst du es auch? Mach mal. Also erstmal, ich habe total viel gelernt jetzt in dem Video und ja, die Bewegung wollte ich euch gerade fragen. Das ist die kaiserliche Abschiedsgeste? Naja, das ist einfach, so hat der Adel gegrüßt. Man hat jetzt nicht High Five gemacht oder die Hand geschüttelt oder so, sondern man hat dann als Adliger wirklich sehr huldvoll die Hand gehalten. So. Adlig, ich sehe gerade bei dir, du hast ein total anderes Outfit jetzt an. Soll ich mal aufstehen für dich? Steh mal auf, bitte, genau. Also das sieht ja schick aus. Und einmal auch zu dir. Danke. Und, vielen Dank. Im Übrigen, ich muss auf etwas hinweisen, wenn du mal schaust, Jana. Ich habe ähnliche Schuhe, zumindest der Farbton. Rosé mit Glitzer. Als ob wir uns abgesprochen haben. Genau. Das gefällt, glaube ich, bestimmt gerade den Mädchen auch, die zu gucken. Ganz toll. Danke. Jana und ich haben natürlich was vorbereitet für dich. Bevor ihr mit mir jetzt was startet, ich habe dir auch was mitgebracht. Und zwar, da muss ich mal kurz eingreifen. Aber schau mal,
weil du ja eben meintest, du hast schon was gelernt. Ich habe dir mitgebracht für euer Studio zur Ausstattung einen Raseneisenstein. Das ist das Baumaterial, aus dem das Schloss gebaut worden ist. Ein Raseneisenstein. Perfekt, den können wir, Jana, uns super hier mal in unser Studio stellen, weil brauchen wir noch ein bisschen Deko. Ja. Stell's mal irgendwo hin. Stell's mal hier oben einmal rauf. Zum Sparschwein, super. Genau, vielen Dank, Anke. Steinreich und Sparschwein passt. Passt perfekt. Alles vorbereitet. Jana, wir beide haben uns was überlegt. Genau, ja? Anke, du forderst mich ja immer mal heraus und du veräppelst mich ja auch mal ganz gerne. Das macht doch Spaß. Und natürlich macht Spaß, gar keine Frage, aber Simon und ich dachten uns, wir drehen das Ganze heute mal um. Wir haben ein kleines Quiz für dich vorbereitet. Muss ich jetzt Angst haben? Auf jeden Fall. Du müsstest ja als Gästeführerin müsstest dich ja bestens mit Zelle auskennen und die erste Frage, die wir jetzt haben, also es gibt immer zwei Antwortmöglichkeiten und du musst jetzt uns einfach mal beantworten, wie viele Einwohner hat Zelle? 179.000? Oder 153.000? Also das stimmen beide Zahlen nicht. Die Stadt Celle hat selber 70.000 Einwohner. So. Ja, es geht aber um den Landkreis. Um den Landkreis hast du ja gesagt. Ja, habe ich nicht gesagt. Oh, dann sage ich mal 100. Was war die? 179.000. Richtig. Gut geantwortet. Es war auch ein leichter Start. Genau. Wir machen mit der nächsten weiter. Das ist aber eigentlich ganz schön fies. Ich bin Gästeführerin für die Stadt Celle, nicht für den Landkreis. Richtig, und du wusstest es trotzdem. Was ist denn die höchste Temperatur, die jemals in Celle gemessen wurde? Antwort A wäre 42,7 Grad oder Antwort B 36,1 Grad? 42. Tja, Anke, was soll ich sagen? Offensichtlich kennst du dich doch nicht mit Zelle aus. Oh, nein. 36,1. Kann ja nicht sein. Wir haben natürlich auch ein paar fiese Fragen. Ich glaube euch jetzt mal. Glaubst du uns mal? Ja, okay. Checkout Zelle, sage ich nur. Ich habe eine dritte Frage. Ja. Wir sind auf die Person, die ich jetzt benennen werde, nämlich auch eingegangen. Und zwar, Anke, pass auf. Welches Instrument spielte Caroline Mathilde? A. Cembalo. B. Harfe. Was denkst du? Eieieiei. Oh, jetzt sage ich mal Cembalo. Richtig. Yes, gut. Richtig. Yay. Also, die Gästeführerin ist top vorbereitet. Eine letzte Frage haben wir für dich noch. Okay. Und zwar, wie viele Baumarten gibt es im Schlosspark? Das sind gute Fragen. Ja, oder? Natürlich auch. Das sind gute Fragen. Wie viele Baumarten? Ich sage jetzt mal 15. 15? Ja. Okay, Simon, vielleicht solltest du doch, wir geben einen kleinen Tipp ran, die zwei Antwortmöglichkeiten nennen. Stimmt, habe ich gerade vergessen. Nicht schlimm. Es gibt einmal 35 oder 50. Also die 5 ist vielleicht gar nicht so schlecht. Dann sage ich 35. Nein! Leider nicht, es sind 50. Ich glaube, ich muss doch mal ein bisschen mich mehr mit der Parkkultur auch auseinandersetzen. Ich kriege Hausaufgaben auf, ne? Ich merke das schon hier. Auf jeden Fall. Okay. So, jetzt haben wir dich ein bisschen herausgefordert. Ich habe aber eine Kleinigkeit für Simeon auch nochmal. Und zwar dachte ich mir, ich bereite euch eine kleine Challenge vor. Ich habe hier nämlich so zwei Blöcke und mit denen werdet ihr jetzt etwas zeichnen. Ich gebe euch die erstmal. Dann brauche ich noch einen Stift. Da bin ich natürlich gespannt, was ich jetzt zeichnen muss, Anke, weil ich war... Gibst du mir einen dicken? Ja, ich gebe euch mal zwei dunkle hier. Danke. Ich war nämlich nicht gut in Kunst. So. Das wird für mich schwierig. Mal gucken. Okay, bereitet euch mental vor. Was soll man denn jetzt mal? Einen Moment, ich muss erst die Stoppuhr starten. Oh, auch noch mit Zeit, Anke. Ja, ihr habt 30 Sekunden. Da müssen wir uns richtig anstrengen, oder? Das ist ein Challenge jetzt hier. Doch. Okay. Eure Aufgabe ist, zeichnet das Zeller Schloss. Auf die Plätze, Halleluja. Fertig, los. Okay, Zeller Schloss, also. Oh, da muss ich erst mal überlegen, wie viele Türme das hat. Das ist wirklich ganz schön schwer, in 30 Sekunden zu zeichnen. Ja. Bin ich auch mal gespannt. Fenster. Noch 20 Sekunden. Oh Gott. Anke, wie viele Fenster hat das Schloss? Die male ich nämlich jetzt gerade auf. Keine Ahnung, ey, ich weiß es doch nicht. Okay, Schloss, was gehört denn noch dazu? Und noch 10 Sekunden. Ich muss mir überlegen. Oh, 10 Sekunden noch? Mhm. Oh, der Schlosspark kann wegfallen, also wirklich nur das Schloss. Okay. 3, 2, 1 und stopp. Oh. Stifte fallen lassen. Sehr gut. Ja, Anke, es wird ein bisschen Stress anstrengend. Okay, jetzt bin ich gespannt. Simeon, zeig du doch mal, was du gemeint hast. Ich zeig mal mein erstes Bild. Oh. Ich hab's versucht, deswegen die Fenster, Anke. Die Fenster. Es sieht ein bisschen aus wie ein Braten. Ein Braten? Ja, es könnte so ein Braten sein, mit so Salat oben drauf. Also, ihr merkt, ich war nicht gut in Kunst. Ich bin jetzt gespannt, wie Anke. Ich lüfte mein Geheimnis.
Oh, ja. Also, aber ich bin ehrlich gesagt voll langsam gewesen, weil ich ehrlich gesagt überlegt habe, wie es aussieht. Ich gehe da jeden Tag ein und aus und bin jetzt fast ein bisschen beschämt. Das ist mir nicht so gut gelungen, aber egal. Ich muss sagen, Simeon, tut mir leid, aber Anke hat es einen Tucken besser gemacht. Aber ich kann selber nicht zeichnen, also ich hätte es genauso gemacht wie du. Ja, aber ich glaube, andere könnten das vielleicht noch besser. Ich glaube auch. Ich kann mir vorstellen, dass die Kinder das vielleicht ein bisschen besser können. Was denkst du? Ja, wir haben nämlich uns was Schönes für euch ausgedacht, denn ihr sollt mal als Gewinnspiel das Zeller Schloss malen. Das könnt ihr uns per Post oder per Mail an die Adresse der CD-Kaserne einschicken. Und da geht es nicht darum, wer das schönste Bild hat, sondern es geht einfach darum, dass ihr das einschickt und wir verlosen es dann. Und in der nächsten Sendung wird das hier live verkündet. Und das Coole ist, Simeon, dass das Gewinnerbild nämlich bei uns im Studio aufgehangen wird. Also ihr könnt auch gerne darauf unterschreiben. Denn die Wand sieht noch ein bisschen kahl aus. Mhm. Also werden wir sie verschönern mit euren Bildern. Erhält hier einen Ehrenplatz. Genau. Und es gibt natürlich, wir haben ja gesagt, es ist ein Gewinnspiel. Es gibt natürlich was zu gewinnen. Und zwar eine exklusive Schlossführung mit Anke. Ja. Yay. Da freue ich mich total drauf. Es darf kommen, der Gewinner, die Gewinnerin mit großer Familie am besten. Und dann machen wir eine Megatour. Dauert ungefähr eine Stunde, vielleicht auch ein bisschen länger, ne? Jana, wir haben das ja schon ein bisschen durchexerziert. Mhm. Und dann haben wir da eine ganz, ganz mega Zeit zusammen. Mhm. Und kleiner Tipp am Rande, mit den Puschen kann man sehr gut rutschen. Ihr dürft nur nicht, dass Anke es sieht. Eigentlich ist es nämlich, glaube ich, nicht erlaubt, oder? Mhm. ich habe das jetzt nicht gehört. Und natürlich ganz wichtig, bis Freitag, den 21.01., das Bild bitte per Mail oder per Post geht natürlich auch an die CD-Kaserne schicken. Oder vorbeibringen, geht auch. Vorbeibringen geht ja auch, immer. Ja. Die Adresse steht, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Anke, schön, dass du bei uns im Studio warst. Ganz vielen, gerne. Vielen Dank. Hat mir auch total Spaß gemacht. Jana, es ist mir immer eine Freude. Es ist mir auch immer eine Freude. Gut. Und wir sehen uns bestimmt mal wieder in der Stadt, wenn wir dich bei einer Stadtführung sehen oder vielleicht auch nochmal bei Checkout Celle. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, denn Jana und ich gehen nächste Woche wieder auf eine spannende Reise. Da gibt es natürlich dann auch den Gewinner, die Gewinnerin vom heutigen Gewinnspiel und auch wieder einen spannenden Studiogast. Also, wir wünschen euch einen schönen Abend und bis nächste Woche. Und jetzt winken wir noch einmal. Winken, genau. Sehr würdevoll. Sehr schön.